In diesem Video zeige ich dir 5 mächtige und gleichzeitig aber einfache Fragetechniken, die deine Verkaufszahlen so richtig in die Höhe schießen lassen werden. Sie sind sehr einfach anzuwenden, du musst es nur tun. Und wie das funktioniert, das erkläre ich dir nach dem Intro, also bleib jetzt dran. Die Fragetechnik Nummer 1 ist jetzt schon mal die einfachste dieser 5 Techniken, aber auch eine der powervollsten. Sie stammt von einem der erfolgreichsten Verkäufer der Geschichte, nämlich Frank Betker, der das Meisterwerk Lebe begeistert und gewinne geschrieben hat. Das ist das Verkaufslehrbuch für alle Verkäufer, das sollte jeder Verkäufer zu Hause haben. Ist schon etwas älter das Buch, aber auch die heutigen Trainer, die Verkaufstrainer, deren Lehren, die bauen alle irgendwo auf diesem Buch auf. Das habe ich festgestellt. Ich lese es jetzt nämlich gerade wieder und bilde mich natürlich auch mit anderen Kursen fort von den heutigen Verkaufsgrößen. Und da findet man immer wieder Frank Betker. Und um jetzt zu dieser einfachen Fragetechnik zu kommen, diese lautet ganz einfach, warum? Stell einfach die Frage, warum. Hör auf zu argumentieren, wenn dein Gegenüber, dein Kunde, dein Interessent mit irgendeinem Argument kommt, hinterfrage das. Und das kannst du ganz einfach machen mit diesem Warum. Du kannst die Warum-Frage öfters hintereinander stellen, dein Gegenüber merkt das gar nicht, denn reden tun wir alle gern. Wir möchten unseren Standpunkt mitteilen und wenn du Warum fragst und immer wieder warum, dann erfährst du wirklich, warum dein Gegenüber zu der Einstellung gekommen ist, die er jetzt hat, warum er zu deinem Produkt, zu deiner Dienstleistung vielleicht Nein sagt und da kommst du dahinter. Stell die Fragen warum und finde die wirklichen Gründe heraus, warum er das tatsächlich ablehnt oder die Einstellung hat, die er eben hat. Das kannst du genauso gut im Privatbereich nutzen. Ich habe das alles versucht, funktioniert klasse. Dieses Warum, das wirkt tatsächlich Wunder. Also merke dir einfach, frage warum, zieh dich zurück, nicht immer gleich gegenargumentieren, da kommt nichts raus, hinterfrage. Und mit dieser Frage oder mit diesem einen Wort bist du da auf den richtigen Weg. Frank Betker hat in seinem Buch diesem Warum ein ganzes Kapitel gewidmet, mit Beispielen hinterlegt. Unglaublich, was er mit diesen einen Wort erreicht hat, das hat seine ganze Verkäufertätigkeit von Grund auf geändert. Also unsere Technik Nummer 1 ist heute ganz einfach die Frage, warum. Auch die Fragetechnik Nummer 2 stammt aus dem Buch von Frank Betker, Lebe begeistert und gewinne, und die hat folgenden Hintergrund, nämlich diesen einen. Wir Menschen neigen dazu, wenn wir etwas ablehnen, dann geben wir einen Grund an, der aber in Wirklichkeit nicht der wahre ist. Wir schieben einfach etwas vor als Einwand und das ist aber nicht der wahre Grund. Jetzt komme ich wieder darauf zurück, was ich zuerst schon bei der Frage warum gesagt habe. Wenn wir jetzt darauf losargumentieren und nicht hinterfragen, warum diese Aussage kommt, dann argumentieren wir in diesem Fall auf das Falsche los, denn das ist ja nicht der wahre Grund. Unser Gegenüber schiebt uns einfach etwas vor. Wenn wir das bekämpfen, also du weißt jetzt, wie ich bekämpfen gemeint habe, wenn wir das bekämpfen, da kann nichts dabei rauskommen, denn der wahre Grund, der bleibt uns verborgen. Und die Technik, diese Fragetechnik, die ich dir jetzt hier weitergeben möchte, das ist ganz einfach die Frage, gibt es außerdem noch einen anderen Grund, warum du das jetzt nicht kaufst? Gibt es außerdem noch einen anderen Grund? So einfach ist das. Auch hier hat Frank Betker in seinem Buch ganz viele Beispiele aufgezeigt, wie er mit dieser Frage letzten Endes dann doch noch den wahren Grund herausgefunden hat und damit dann auch zum Verkaufserfolg gekommen ist. Denn ein Nein, das wirst du ja sicherlich wissen, das heißt nichts anderes als noch eine Information notwendig. Und du musst die richtige Information geben. Und die kannst du nur geben, wenn du den wahren Grund weißt, warum dein Gegenüber Nein zu deinem Produkt oder zu deiner Dienstleistung sagt. Also merke dir ganz einfach die Frage, gibt es außerdem noch einen anderen Grund? Und das wird dich mit ziemlicher Sicherheit ganz stark in deiner Verkaufstätigkeit weiterbringen. Das war schon die Technik Nummer 2. Fragetechnik Nummer 3, das ist eine meiner liebsten Techniken, die wende ich tatsächlich täglich an in meiner Verkaufstätigkeit
Und diese Technik, die nutzt du ganz einfach, wenn du zwischendurch oder vielleicht auch beim Abschluss eine Ja-Antwort brauchst. Und es gibt einen Satz, der bei uns in der Psychologie, bei uns Menschen, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, denn das würde dieses Video sprengen. Es gibt einen Satz, der löst beinahe automatisch eine Ja-Antwort aus, ohne dass wir wissen, was hinterher eigentlich noch für eine Frage kommt. Und dieser Satz, der lautet: Ist es okay für dich, wenn? Oder ist es in Ordnung für dich, wenn? Je nachdem, mit welchem Satz du dir mit der Aussprache leichter tust. Dieser Satz, der ist so genial, der kommt, egal was du hinterher fragst, außer spricht natürlich komplett gegen das, was dein Gegenüber möchte, aber es kommt fast immer ein Ja. Wenn ich eine Bedarfsanalyse durchführen muss, das müssen wir, ich bin Versicherungsvertreter, das ist EU-Gesetz, sage ich, ist es okay für dich, wenn ich dir zu deinen Versicherungen noch ein paar Fragen stelle, da kommt fast immer ein Ja. Du kannst diese Frage wirklich überall nutzen, diese Fragetechnik, wo du ein schnelles Ja brauchst. Das ist gigantisch. Auch mein Arbeitskollege, der hat das intuitiv, ich habe ihn mal gefragt, kennst du vielleicht auch diese Technik? Der wusste das gar nicht, aber der sagt das ganz oft während des Verkaufsgesprächs und auch mit Riesenerfolgen. Der hat das intuitiv schon immer gesagt, ist es okay für dich, wenn? Und der bekommt fast immer ein Ja. Also diese Technik, wirklich ein Wahnsinn. Merk dir diesen Satz. Ist es okay für dich, wenn, oder ist es in Ordnung für dich, wenn? Je nachdem, welcher Satz dir besser liegt. Fragetechnik Nummer 4. Die kannst du jetzt nutzen, wenn vielleicht schon eine Nein-Entscheidung gefallen ist oder wenn sich jemand gar nicht entscheiden kann. Jetzt komplett nicht weiß, was er machen soll, soll ich das jetzt kaufen, war es schon viel Geld und so weiter. Wenn so eine Situation auftritt, dann kannst du diese Technik jetzt nutzen. Und diese Technik ist ganz einfach der Satz: Was ist das Schlimmste, das dir passieren kann, wenn? Wenn du diese Frage stellst, dann stellt sich dein Gegenüber wirklich die richtigen Fragen, so blöd das jetzt klingt. Denn der überlegt, was ist denn tatsächlich jetzt das Schlimmste, wenn ich das trotzdem jetzt kaufe? Der denkt sich, okay, ich bin jetzt schon wirklich 2 Monate lang überlege ich für diesen Produkt. Ich bin ja selber auch auf diesen Verkäufer zugegangen. Okay, 499 Euro ist jetzt eigentlich schon viel Geld, aber wegen dem gehe ich nicht in Privatkonkurs und in 5 Jahren lachen die Hühner drüber spätestens. Also es kann eigentlich wirklich nichts Schlimmes passieren. Solche Gedanken gehen deinem Gegenüber tatsächlich durch den Kopf, wenn du diese Frage stellst. Was ist das Schlimmste, das dir passieren kann? Und es kann meistens, wenn du ein seriöser Verkäufer bist, nichts Schlimmes passieren. Die Leute können sich nur oft nicht entscheiden und finden auch nicht die richtigen Gedanken, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Mit dieser Frage beschleunigst du das und hilfst deinen Kunden, eine tatsächliche und wahrscheinlich gute Entscheidung für sich zu treffen. Dieser Satz ist der Hammer, kannst du auch im Privatbereich nutzen. Ich erzähle das immer wieder gerne in meiner frühen Jugend. Ich war mit einem Kumpel in einem Zeltfest am Freitag und wir wollten am Samstag wieder gehen. Meinem Kumpel ging es aber am Samstag jetzt nicht dementsprechend gut, siehe Freitag. Und er hat gesagt am Telefon: Nein, bei mir wird es heute nichts, ich liege auf der Couch, mir geht schlecht, es macht heute absolut keinen Sinn. Und ich habe dann diese Frage gestellt: Und was ist das Schlimmste, das dir jetzt passieren kann, wenn du trotzdem heute mitgehst? Und dann war kurz mal nichts zu hören und dann hat er gesagt: Ja, hast eigentlich recht, heute sowieso alles schon egal, in einer halben Stunde bin ich da. Also du siehst, du kannst das auch sehr gut im Privatbereich nutzen. Absoluter Hammer, diese Fragetechnik. Was ist das Schlimmste, das dir passieren kann, wenn? Und Fragetechnik Nummer 5 ist eigentlich jetzt gar keine Fragetechnik, sondern ein Verstärker der anderen Fragetechniken. Das heißt, es ist ein Verstärker, ein Türöffner, damit du dir die anderen Fragetechniken überhaupt anzuwenden traust. Und das ist ein ganz einfacher Satz. In diesen Satz bin ich auch absolut verliebt. Da gab es auch schon das eine oder andere Video von mir dazu. Und das ist der Satz: Ich bin nur neugierig. Denn ich bin nur neugierig. Auch das verursacht im Kopf unseres Gegenübers so eine Reaktion. Und nämlich die Reaktion, dass es sich momentan
komplett auf dich fokussiert und gar nicht mehr erwarten kann, was denn jetzt von dir als nächstes kommt. Darum ist das so ein genialer Türöffner. Und nach Ich bin nur neugierig kannst du alles fragen. Ich bin nur neugierig, warum hast du diese Einstellung? Ich bin nur neugierig, was ist das Schlimmste, das dir passieren kann, wenn? Du kannst das hier wirklich überall nutzen, das ist absoluter Hammer. Ich bin nur neugierig, gibt es außerdem noch einen anderen Grund, warum du das jetzt nicht kaufst oder in Anspruch nimmst. Also das ist egal, wenn du jemanden irgendeine Frage stellen möchtest und du traust dich nicht so richtig und du weißt nicht, wie du das jetzt eröffnen sollst, dieses Gespräch, dann kannst du das überall nutzen. Ich bin nur neugierig. Das ist so ein genialer Einstieg und jeder kann kaum erwarten, was du denn als nächstes fragst. Also dieser Satz ist ein absoluter Verstärker für alle anderen Fragetechniken, die wir heute durchgegangen sind. Merkt ihr das? Das wirkt kleine Wunder. Das waren jetzt schon diese 5 Fragetechniken und wir sind am Ende dieses Videos. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über ein Gefällt mir freuen. Hinterlass mir auch gerne einen Kommentar. Ich versuche darauf zu antworten und abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke für meine nächsten Videos zum Thema Verkauf und Verkaufen lernen. Und ich hoffe, in einem von diesen sehen wir uns. Bis dann!